Das ist Sunnah erwünscht. Das ist der Prophet gemacht. Ja? So, wenn man diese Ibadah irgendwann mal machen muss, wenn man auf einer Reise ist, man findet das nicht, dann machst du so. Ja? Zweimal ist Sunnah. Wie gesagt, auch dann diese Sache, dass man bis zu den Ellbogen geht, ja, ist auch Sunnah wegen der Ayah, weil es halt die Meinungsverschiedenheit gibt. Welche Sachen machen Tayammum ungültig? Was denkt ihr? Weiß es einer? Jeden Gebet. Kann man das für jeden Gebet dann? Kann man nicht zwei Gebete dann? Allgemein, ohne Gebet jetzt. Ach so. Du willst zum Beispiel noch Koran lesen. Aber was macht dein... Du hast Tayammum gemacht und wann ist das ungültig? Wann zählt das nicht mehr? Wenn man geredet hat, nicht. Da kannst du stundenlang reden. Wie ein Politiker. Genau. Wenn man Wasser findet, dann musst du Wasser benutzen. Und die zweite Sache, ganz einfach, was der Bruder vorne gesagt hat, das ist richtig. Alle Sachen, die dein Wudu kaputt machen, machen dein Tayammum kaputt. Weil es ja die gleiche Sache ist eigentlich. Ja? Na, jetzt ein anderes Thema, und zwar Al-Mash. Über die Strümpfe zu streichen. Ja? Mit Wasser. Das ist auch eine Sache, die eine Sunna, die leider nicht ausgestorben ist, aber die sehr, sehr viele Muslime nicht praktizieren. Und die diese Sünde praktizieren, machen auch oft Fehler in dieser Sache, wie ich euch vorhin ja auch schon gesagt habe, wie bei dem einen Bruder, der die angezogen hat, obwohl er gar keine Wudu hatte. Über die Strümpfe, über die Stiefel zu streichen, wann darf man das machen? Beziehungsweise, oder welche Voraussetzung hat man? Die erste Voraussetzung, die größte? Genau, dass man, wenn zu dem Zeitpunkt, wenn du die Socken anziehst oder die Stiefel anziehst, in diesem Zeitpunkt anziehst, wenn du Wudu hattest. Du hattest schon, yani in dem Augenblick, wo du deine Strümpfe anziehst, in diesem Augenblick musst du die Gebetswaschung schon gehabt haben. Wenn du, yani egal, ob du gerade die Gebetswaschung gemacht hast oder vor zwei Stunden. Hauptsache, in dem Augenblick, wo du die anziehst, hattest du die Gebetswaschung, war bei dir da. Ja? Du hattest yani, den Wudu hattest du schon. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung oder die zweite Pflicht, wenn man Al-Mash machen will, also danach, wenn man einmal die angezogen hat, in dem Augenblick, in dem man Wudu hatte, darf man ja danach bei den folgenden Waschungen, Gebetswaschungen, braucht man nicht immer wieder seine Socken ausziehen und seine Füße zu waschen, sondern man kann einfach drüber streichen. Einfach die Hände ein bisschen feucht machen mit Wasser und einfach drüber streichen. Ja? Wie lange darf man das machen? Als Sesshafter, wenn einer, der sesshaft ist, nicht auf einer Reise, darf das wie lange? 3 Tage. Wer sagt was anderes? 40 Stunden, glaube ich. 3 Tage ist falsch und 2 leider auch. Ich meine für den 13. 3 Tage. Ich habe für den Sesshaften gesagt. Ach so, ein Tag. Ein Tag, genau. Ja. Derjenige, der sesshaft ist, der nicht auf einer Reise ist, der darf einen Tag lang, also einen Tag und eine Nacht, das heißt 24 Stunden oder 5 Gebete, ja, darf er, nachdem er die angezogen hat, und dann Wudu machen muss, dann drüber streichen. Ja? Für 5 Gebete darf man das machen. Danach als Sesshafter. Danach, wenn du ja nicht sagen würde, es würde einer mit seinen Socken sogar schlafen gehen, ja nee, machen zwar nicht viele, aber sagen wir mal, es ist sehr kalt oder wie auch immer, einer macht das, dann darf der das trotzdem nur 5 Gebete machen. Danach muss er die wieder ausziehen und seine Füße waschen bei der nächsten Gebetswaschung. Wenn man das jeden Tag macht, aber nur einmal pro Tag, dann darf man das auch, oder? Darfst du. Also wenn du jeden Tag, wenn du einmal morgens früh, du stehst im Morgengebet auf, du machst normale Waschung, dann ziehst du deine Strümpfe an. Dann machst du die Gebetswaschung für Dohr oder Asr, für die anderen Gebete, dann darfst du immer drüber streichen. Und dann abends zum Beispiel ziehst du die aus und am nächsten Morgen machst du das gleiche wieder. Ja, ist kein Problem. Okay, als Reisender, wenn man auf einer Reise ist, dann 3 Tage, wie der Bruder gesagt hat, dann darf man 3 Tage, natürlich vorausgesetzt, du lässt die 3 Tage lang an. Ja, wird auch kaum einer machen, aber wenn es einer machen muss oder macht, wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer, dann darf er natürlich auch 3 Tage drüber streichen. Darf man über Kopfbedeckung streichen? Ja, wenn man das auch schon mal gewaschen hat, also wenn man das schon Wudu gemacht hat. Wer sagt was anderes? Also man darf über die Hamama, über die Kopfbedeckung, der Imam ist, wie wenn ich jetzt hier das hier so nehme und dann hier diese, ja so ähnlich wie einen kleinen Turban sich auf den Kopf setzt, ja,
darf man drüber streichen. Und wie der Bruder gesagt hat, ist es leider falsch. Man muss kein Wudu gehabt haben. Wenn du die Imam anziehst, ja, diese Kopfbedeckung, und genau das gleiche zählt natürlich für die Frau. Gibt es keinen Unterschied bei Frauen und Mann. Darf man über ihr Kopftuch öffentlich streichen. Okay? Manche, die sagen, die müssen auch ja ein paar Haare berühren, aber stimmt nicht. Denn der Prophet hat das auch so gemacht. Und man darf über die Imama, über diese Kopfbedeckung, drüber streichen. Und man muss vorher nicht, also zu dem Zeitpunkt, als man die angezogen hat oder aufgesetzt hat, muss man keine Waschung gehabt haben. Nicht bei, wie bei den Socken. Okay? Das bei der Imama und beim Kopftuch. Was macht dein Wudu ungültig? Erstmal alles, was aus den zwei menschlichen Ausgängen rauskommt. Alles, was da rauskommt, macht Wudu kaputt. Da hast du keine Gebetswaschung. Ja, wir sind jetzt zurückgegangen auf Gebetswaschung, ja, weil wir alles vergessen haben. Alles, was die zwei körperlichen Ausgänge, ja, im Genitalbereich, alles, was rauskommt, macht die Gebetswaschung ungültig. Ab da muss man wieder sofort für das Gebet oder etc. oder Koran lesen. Also Koran anfassen oder Hajj machen etc. Für die Anbetung, für die man Wudu braucht, muss man dann Wudu machen. Zweitens ist der tiefe Schlaf. Wenn einer tief schläft, dann muss er Wudu machen. Wenn einer so jetzt sitzt, ist voll Cappuccino in der Schule zum Beispiel, ja, voll kaputt und sitzt so, ist voll kaputt und dann schläft er so kurz ein, so nickt ein. Muss er Wudu machen? Nein. Das ist ganz leichter Schlaf. Bei diesem Schlaf braucht man das nicht. Ja? Da braucht man kein Wudu zu machen. Auch wenn er sogar, ja, nee, du bist dir nicht sicher, bin ich eingeschlafen oder nicht, oder du schläfst ganz leicht ein, dann dafür brauchst du kein Wudu zu machen. Aber beim tiefen Schlaf ist deine Gebetswaschung unnötig geworden. Die dritte Sache ist, dass man den Verstand verliert, wenn einer den Verstand verliert oder ohnmächtig wird oder richtig betrunken ist. Ja, in diesem Zustand hat man auch die Gebetswaschung natürlich verloren. Wenn man die Genitalien anfasst mit seiner inneren Hand beziehungsweise mit Lust, ja, dann ist auch, oder mit Absicht, da gibt es auch ja nie viele Meinungsverschiedenheiten in diesem Thema, weil es da verschiedene Hadithe gibt, verschiedene Überlieferungen des Propheten, aber im Allgemeinen, yani, was eine starke Meinung der Gelehrten ist, dass wenn man seine Genitalien anfasst, mit der inneren Hand oder mit Lust, ja, mit Lust, dass man Lust hat, oder mit Absicht, dann, wenn du das gemacht hast, dann musst du danach wieder Wudu machen, weil dein Wudu ist ungültig geworden. Okay? Und da muss man auch aufpassen, wenn man eine Ganzkörperwaschung macht, wenn du die Ganzkörperwaschung gemacht hast, sollst du nicht wieder deine Genitalien anfassen. Weil dann hast du, besonders wenn das ja mit Absicht war, wieder dann kein Wudu mehr. Dann musst du danach wieder Wudu machen. Ja? Also versuchen, dass wenn man sich ja nicht abtrocknet oder so, wenn man unbeabsichtigt daran kommt, ist kein Problem. Aber mit Absicht oder mit Lust muss man wieder neue Wudu machen. Aber nicht den Russel wieder neu machen. Ja? wenn einer zum Beispiel ungläubig wird, ja, Ridda, wenn einer ungläubig wird, muss er auch Wudu neu machen. Zum Beispiel, er sagt ein Wort von Kufr. Er beleidigt Allah. Er ist sauer gerade. Zum Beispiel, das ist in unseren Ländern leider gang und gäbe, in unseren arabischen Ländern, in sehr vielen, dass die Leute, wenn die sogar vielleicht ihre eigenen Kinder beleidigen oder den Freund, dass sie Allah beleidigen. Ja? Oder den Propheten beleidigen oder die Religion beleidigen. Und diese Beleidigung, dann ist man natürlich sofort raus aus dem Islam. Wie Allah das auch gesagt hat in der 9. Sura Tauba, die Reue, sagt Allah Azza wa Jal, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Sucht keine Entschuldigung, ihr habt Kufr begangen, Unglauben begangen, nachdem ihr gläubig seid. Ja? Wenn man ungläubig wird, und es kann auch durch ein Wort sein oder durch eine Tat, wenn man ungläubig geworden ist, muss man auch wieder neue Wudu machen, weil dann hat man ab dem Zeitpunkt natürlich kein Wudu mehr. Eine andere ganz kurze Sache, also eigentlich haben wir das Thema so ungefähr endet, aber noch ganz kurz zwei kleine Sachen, die auch oft gefragt werden. Wir haben ja gesagt, wenn man die Italien anfasst mit Absicht oder mit Lust, dann muss man eine Wudu neu machen. Ja? Die Sache ist nicht so bei Babys. Ja? Bei Babys allgemein gibt es sowieso, wie wir gesagt haben, Meinungsverschiedenheit, aber zum Beispiel die Mutter, die ihre Kinder andauernd wäscht auf Toilette, und säubert, die braucht nicht nach jedem Mal waschen, Wudu neu zu machen.